So, yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Might and Magic Clash of Heroes. Im letzten Part haben wir eine ganze Menge genebenquestet und ein sehr geiles Artefakt bekommen. Da, guck, warte, da, guck, da, na, warte, ja, Buch des Todes, ich sag's jetzt einfach. Mega cooles Teil, sage ich euch. Und wir wollten uns heute mal durch die Ruinen von Nordhorod prügeln. Hallo, da. Ah, letzter Das Part war jetzt. übrigens Eiterbeule, Let's Player. Ja. Das ist jetzt der letzte Part, wo ich noch mit dabei bin. Oh, ich. Ja, da sind sie. Geh hin, los. Hol sie dir. Scheiße. Okay. Oh, jetzt Katzigen. Ich habe sie. Ha, ich wusste doch, dass meine Weissagungszauber besser ist als deiner, Mercurio. Okay. Wir können dieses Artefakt nicht. Wir können ihr. Ach so, dieses Artefakt nicht auch noch überlassen. Sie hat schon wichtige Artefakte gestohlen. Ah, nö. Erstmal Hauptsache die. kaufen erstmal. Wie viel kostet ihr? Oh, na wobei, wir können es uns leisten. Während der Todesritter auflädt, entzieht er den gegnerischen Formationen Angriffskraft. Na, Ist so so einen haben wir OP. ja schon mal bekämpft. Also, wir kaufen erstmal nur einen. Nur ein. Ja. So, Moment. Gegen wen tauschen wir denn jetzt? Oh, die sind beide richtig OP. Gegen Gespenst oder Vampir? Wir können ja mal tauschen. Wir können ja mal. Ich würde schon fast sagen, gegen das Gespenst. Obwohl das auch ziemlich OP ist. Aber der Vampir hat einfach diesen unschlagbaren Vorteil mit dem Ja. Aufladen. Gut, dann nehmen wir jetzt mal die Todesritter rein. Erste Meistereinheit in diesem Spiel, also in Heresch, meine ich. Die haben wir ja auch schon mal gesehen. Guckt euch das jetzt mal im Vordergrund an. Wie geil ist das bitte? Okay, und 5. Jo, Mann! So gut. Fresh Grain! Fresh Grain. Fresh Grain in the Jo, Mann, house! guck dir mal den Blick Jo! an. Jo! Ja, das Das musst ist du. so ungefähr Doppelpunkt O. Jo! Jo, alles gut. Jo, alles Jo. gut, Das bei ey! Brotwurst hätte ich mir jetzt wieder so gut vorstellen können, was der da wieder reinschneidet. Mit so, jo, mit so einer Kappe und. Mit dem wirst du ja unten nicht mehr Also, traden es sind können. ja hier Spenster. Hier Spen Ja, das spricht man. Das ist übrigens wirklich ein J. Wollen wir mal den Typen hier anreden oder wollen wir wirklich mal. Jo! Ja. Warte. Kotzmo. Verzeiht, junge Dame. Hättet ihr vielleicht Interesse an einer kleinen Herausforderung? Bisher bin ich unbesiegt, aber mit Siegen kommt Langeweile. Und? Um der Würze willen zahle ich gut, wenn es euch gelingt, meine Abwehr zu durchbrechen. Das kommt sogar einem Nekromanten absonderlich vor. Bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr mich dreimal zugleich trefft, werdet ihr der Erste überhaupt. Das ist der Kampf, machen wir Oh, nicht. nee, das Jetzt. dauert, das dauert. Ach, ist es so schwer, einen würdigen Gegner zu finden. Das dauert einfach zu lange, das werden wir, wenn dann mal. Ja, da werde ich einen eigenen Part für. Und nicht, dass wenn wir hier jetzt so sagen, ja, guck mal, da oben steht jemand, den können wir ja mal anreden. Bluthorn ist so wütend zu brennen. Ah! Tür ist auf, geil. So. Ah! Honda! Wir wurden verfolgt. Was machen wir jetzt? Fitzbam. Fitzbam. Ich benutze diesen neuen Portalzauber. Mal sehen, was sie gegen einen Dämonenherr ausrichten. Wer hätte es gedacht? Au! Oh Oh! nein! Nein! Was Oh, ist hab das ich denn? von denen noch eine Paranoia? Das sind Nachtmare. Ach ja, aber die sind jetzt auch ganz schön anders aus. Guck sie dir mal an. Naja, klar, ich hab die schon so oft sehen müssen. Leider. Nachtmare, ich freue mich nicht. Ja, kannst du Boah, die dir recht Viecher machen. sind so räudig, ich hasse sie. So, Sieht da man haben wir das, wenn hier alles gleich angreift, nochmal. greifen alle an, ne? Jo. So ein gebundener Vampir. Nicht Kann man schlecht. mal machen. So. Muss man aber nicht. Kann man machen? Muss Muss man man aber aber nicht. nicht. Nächstes kannst du auch den dann löschen, ne? Löschen. Löschen. Niklas löschen. Und da kannst du den auch noch machen. Jo. Jo, Mann. Die sehen so komisch aus, diese Viecher. Die haben einfach keine Augen, Mann. Ja, na doch, das sind Wie die. Willi. Willi, Alter. Und er kämpft einfach noch mit. So, guck mal. Yay! So. Ja! Boah, Alter, das ist, man kann nicht aufhören, es zu sagen. Can't stop saying it. Ja! Alter, deine. Also, ich bin wirklich froh drum, dass du deine Kopfhörer mitgebracht hast, aber nach einer Zeit tun die so im Ohr weh, Ja, allein ja. wegen der Form. Boah, die Welle waren das nicht die, die dich verbrennen, ne? Ja, das waren genau die.
So, dann können wir hier auch schon mal was löschen. Wird auch toll. Ja, Spoiler. Ja, musst du noch den Zug warten, dann kriegst du ihn sogar. Warte mal, lass mal zählen. 1, 2, 3. Passt sogar. 1, 2, 3, 4. Den kriegst du voll. Warte mal, den hier muss ich nur noch löschen. Stell doch schon mal ein paar hin. Den, warte mal. Den da unten. Wohin? Dahin? Nein, dahin. Du könntest, also, ja. Ja, stimmt, dann den hier noch. Sonst könnten wir schon 2 Angriffe voll machen. Da hätten wir jetzt die lilanen dort gelöscht zwischen den beiden Knochenrittern. Skelett nicht, denn jemand so. Oder? Das hier ist der Todesritter und das hier sind die Skelette, also Knochenritter. Oh, Nachbar. Geil. Oh, nee. Ein Aber Glück, egal, dass der den jetzt nicht auflädt, Alter. Das wäre jetzt echt noch der Hit. Geil. So ein Mini-Angriff. Ja, gut. Oh, guck dir das mal bitte an. Nee, pass auf, stell den. Du musst den hinter den da stellen. Es wird's ein Weil. Den hier, ne? Ja, genau. Ja, gut. Jetzt habe ich nur ein Problem, dass mein Zug jetzt nicht mehr reicht. Ist egal, dann stellst du den. Boah, dann mache ich das jetzt einfach. Den dahin. Damit wir noch Schutz vorm Nachbar haben. Ja, stimmt. Ja, ich sag mal so, wir können jetzt, bevor der Nachbar hier wirklich. Nachbar. Ich habe jetzt, glaube ich, Nachbar gesagt. Bevor der Nachbar jetzt wirklich angreift. Wir werden wahrscheinlich eh den Knochenritter werden wir zwar noch aufladen, aber. Ah, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr in Aktion sehen. Ja, jetzt kommen hier nämlich erstmal unsere beiden Vampire. Die sind gebunden hier 20, 31, 14. Geil. Alter, ohne Witz. Wir haben uns ziemlich overpowered. Es nimmt gerade Herr Resch irgendwie so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja, sorry, Mann. Na, macht nichts. Ich habe dich ja drum gebeten. Das ist mein Fehler gewesen. Wir hätten den anderen ja nicht geschafft, denke ich mal so. Ja, das stimmt, aber. Waren wir noch ganz schön. Aber guck mal, die Todesritter leveln mal die durch. Löwen, die leveln schnell. Die leveln durchaus schnell. Dämonen, das kann nicht sein. Ludmillas Verbündete sind mit dem Abschirm von Sheyok im Bunde. Das Böse, das mir Leben und Familie raubt, hat den Weg nach Heresch gefunden. Das kann kein Zufall sein. Zufall? Ich glaube nicht. Etwas Großes geht in Ashan vor, mehr als mir widerfahren ist. Vielleicht sind sie haben diese Dämonen wie Fliegen erschlagen. Zum Portal. Fitzbam! Psst. Das Portal ist ein Geheimnis. Wir sollten uns zusammentun und sie vernichten. Ein geheimes Portal? Das riecht nach Ränken und Verrat. Ach. Wisst ihr was? Es ist mir scheißegal, dass ihr kämpfen wollt. Hauptsache, ich krieg Kristalle. Oh, 7, das ist richtig viel. Hauptsache, ich krieg Kristalle und Dumme Gold. Flaschen raus. So, dann würde ich mal sagen, wir speichern nochmal, spielt nehmen. Aber du willst jetzt nicht schon den Part beenden, oder? So viel ist jetzt nicht passiert. Komm Nö. Schon. Nee, ich will die noch bekämpfen, auch wenn das dann wieder ein bisschen länger wird. So ein bisschen Maxi hier. Bisschen Maxi. Ich will nur mal vorsichtshalber gesaved haben. Ja, wobei, ja. Mach du mal bitte kurz, also mein Arm, müsst wissen, ich sitze hier jetzt... Ach, das war das, trifft beide schon, ja. Und besiege danach, oh nee, und die haben Djinns, ja geil. Wenigstens... Ja gut, aber Djinns sind nicht so OP, sag ich mal. Nicht so OP wie Zauberer, also die haben hier noch das geringste Geil, Übel. Wenn ich den jetzt löschen würde, hätte ich den vorher. Mach doch einfach, wir haben Money. Soll ich? Wir haben Money, komm. Ich dachte jetzt, du sagst, nein, bist du behindert, nein. Nehme ich jetzt den darüber? Nee. Nee, dann mach mal den Djinn lieber kaputt, ne? Ja, mach lieber. Obwohl, dann stellt er den eh darüber und so, das reicht nicht, das schafft er nicht. Die schafft er nicht. Wir müssen die Teile ja treffen, ne? Ja, warte mal. Vielleicht. 1, 2, so muss es klappen. So. Und dann mache ich im nächsten Zug noch Wir müssen hier. Die beiden Schalter nicht gleichzeitig treffen, oder? Wäre ein bisschen geil. Das wäre ein bisschen sehr kacke. Da müsste man. Das wäre dann wieder ungefähr so wie diese Mission im Greifenimperium, wo du so schon Züge davor was aufbauen musst, damit das dann mal klappt. Das ist immer nicht so toll. Genau an diese Mission habe ich auch gerade gedacht. So, okay, also gegen den würde ich auf jeden Fall eine Sache bauen, auf jeden Fall. Wir sollten vielleicht erstmal da drüben auch noch was. Ja, gut, bau erstmal den Angriff fertig. Das ist, glaube ich, wichtiger, weil. So, Eifrieren und so ist ja ganz toll, ne? So, dann sollten wir da auch unbedingt noch einen Angriff bauen, um den zweiten Schalter zu treffen. Also den würde ich schon fast hier noch als Angriff bauen. Ja, würde ich auch. Dann können wir nämlich den noch löschen. Nee, pass auf, das ist... Ja, so würde ich das nämlich machen, genau. Und dann lösch mal den und dann ist der Angriff. Du musst schon auf die richtige Einheit zeigen, wenn du sagst, dann löschen wir den. Löschen wir den. Ah, mein Kopf ist so hyperaktiv, ich denke immer schon so... Und dann sage ich immer irgendwelche Kacke. Und ja, bitte lad ihn nicht da hinten auf, das wäre so böde ass. Nee, der hat ja wieder nur 6 Reihen. Fünf Reihen, meine ich. So, erster Schalter ist getroffen. Dumm, Flaschen raus. Du mächtiger. Mach die Bühne frei für mein riesengroßes Ego. Komm, geht doch heim und spielt mit eurem Lego.
ist so ein schlechter... Was war denn das jetzt? Ist das dein verdammter Ernst? Ja, ist es. Aber ich kann trotzdem noch angucken. Nee, das ist Ernstling. Hey, wir müssen da auf, Digga. 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 Ja gut, ich schmeiß. Aber ganz stark der Angriff. Quatsch. Aua, aua. Das waren diese komischen Goblins oder wie die hießen? Nee, das waren Gremlins. Das waren Magiere. Das waren normale Magiere. So, die Gremlins. Die schießen doch so, ne? Ja. Was waren deren Effekte? Naja, die haben zwar 18 Angriffsstärke, aber es wird halt von Reihe zu Reihe schwächer. Mhm. Fand ich trotzdem sehr gut immer die Einheit. Die habe ich eigentlich nur benutzt. Dumm, Flaschen raus. Wollten wir nicht eigentlich gegen Schwarzgardisten tauschen? Ja. Ja, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Okay, ja, hol mal Nachschub. Weg, der muss weg. Ja, warum? Weil hier. Ja, da kommt da ja niemals durch, der Angriff. Wir müssen noch einen bauen, weißt du? Ja, na. Und der ist eh für den Arsch jetzt, deswegen wollte ich jetzt noch einen bauen hier. Ja. Na, da bringt der dir am besten bald auch Schutz vorm Djinn. Mehr nicht. Hol jetzt Nachschub einfach. Mehr kannst du eh nicht machen. Ey, so ein Dreck, ne? Hätten wir da jetzt fusionieren können. Ja, aber wir würden nicht. Dann können wir auch die Einheit lieber lassen. Wir können dann im nächsten Zug noch einen Angriff bilden. Ja, dann machen wir es lieber so und holen jetzt nochmal Nachschub. Oh! Also wenn wir den in die Spalte kriegen, wäre das richtig geil. Ich glaube, wir haben sogar genügend Violette frei. Also fast. Wir haben ziemlich gut Violette frei. Ich würde erstmal den Blauen da unten irgendwo anders... Ja, bau doch einen Angriff noch mit dem Blauen hier. Dann haben wir nämlich noch einen weiteren Violetten den frei. Ja. Der wird eh zerstört. Ja. Aber wir haben 1, 2, 3. Wobei, nee, der wird nicht zerstört, Erik. Zerstört wird er nicht, aber der Angriff von denen wird halt nicht durchkommen. So haben wir 1, 2, 3 und dann der vierte. Wo ist der vierte? Der vierte ist da. Da können wir hier jetzt. Wo warte, stell. Der vierte ist blau. Da. Da. Ist doch ganz easy. Der ist ja violett. Ich bin so blöd. Da stellst du dann den einfach um. Ja. Stellst du im nächsten Zug den einfach um, dann haben wir hier genügend frei. Dann stellst du den Todesritt auch nochmal um und dann haben wir alles gemacht, was wir machen können. Oh, ist schön einfrieren, geil. Aber mehr ist auch nicht passiert, ne? Scheiß auf Felix und die Bande. Kraiden ist der Herr im Lande. Küsst mir die Füße. Endlich kann ich's mal sagen. Fresh Kraiden is it. Wir müssen erstmal diesen Schalter da aktivieren. Ne? Vor allem Schalter, so wie die so mit T, so Schalter. Okay, das machst du jetzt mal mit dem Todesritter, ne? Wobei, das bringt eigentlich gar nichts. Naja, dann würde ich den erstmal darüber stellen und damit Angriff bilden vielleicht. Ja, das bringt uns eigentlich mehr. Hm. Muss der halt noch ein bisschen durchhalten. Und Aaron, dieser möchte gern Segler. Auf mein Agro-Makro-Regler. Scheiß auf Felix und die Bande. Kraiden ist der Herr im Lande. Du weißt, wir nehmen auf, ne? Ja, klar weiß ich das. Nein. Jo, Mann, Digga, Fresh Crane in the House. Schmeiß ich alle dummen Asozialflaschen raus. Ja, den dann. Ja, du musst dann aber aufpassen, dass wir den noch rauskriegen dann rechtzeitig, ne? Würde ich schon wo ist es denn? Ah, da ist es ja. Na doch, den kriegen wir am nächsten Zug noch da raus. Dann stellst du den um und dann einfach dahin. Also das müssen wir uns frei halten und dann ist ja alles in Ordnung. Bitte mach da keinen Angriff mehr, komm ich schon. Oh, jawohl. Gut, dann können wir danach auf den. Wir haben sogar noch eine freie Spalte für den jetzt. Dann stellen wir den dann da rein. Ne? So, bam. Ja, bam. Okay, jetzt ist die Barriere weg. Jetzt können wir angreifen. So, okay. Jetzt müssen wir aber erstmal hier. Da kannst du ja, doch, nee, das ist richtig, weil wenn wir jetzt. So, das stimmt schon. So, dann stellen wir dich jetzt um und dann dich hier hin, weil da bist du erstmal safe. Genau. So. Das ist jetzt natürlich ganz schön geil, ne? Da müssen wir dann. Ja. Irgendwie kriegen wir ihn schon voll, ohne Scheiß. Den kriegen wir schon. Es ist egal. Oh, oh, Jin in the house. Also, bei Roten Sun würde mich das freuen. So viele Jins. Too much Jins. Alter, ohne Witz, ey. Ich geb dem gerade richtig. Ja, nur mit den Knochenviechern, ne? Ja, schon nur mit denen. Kannst du nochmal voll machen. Bisschen OP. Oh, das war, glaube ich... Ja, da kann man Wall bauen. Es ist richtig gut. Und dann guck mal hier, wie viele... Also, wir haben hier schon... Ja. Oh! Oh, krass. Gut. Dann haben unsere Einheiten schon 3 Verteidigungen. Das ist gut zu wissen.
Auf jeden Fall. Oh, oh, jetzt muss man den Knochenritt aber schnell vollkriegen, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Den hier müssen wir aber echt löschen, sonst kriegen wir den gar nicht mehr da raus. Das. Nee, den kannst du da drinnen lassen, glaub mir. Das reicht, passt. Lösch den mal. Lösch, passt. Warte mal, pass auf, wir stellen den hier hin, dann haben wir hier auch die ganzen störenden Sachen nicht mehr. Ja, ja. Aber außer den hier oben. So, Moment, jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass ich die drei hier frei halte, weil die können wir dann benutzen. So. Da kannst du doch den direkt da hinstellen, oder? Nee, pass auf, wir brauchen jetzt... Nee, dann hätte ich mir den... Ach, nee, doch, hätte ich machen können eigentlich, hast du recht. Ist egal jetzt. Wir kriegen im nächsten Zug auf jeden Fall unseren Ritter hier voll. Das ist sehr gut. Ich muss aber aufpassen, wobei, fuck, das wird ein Wall. Ich muss den hier... Natürlich, nee, wird er nicht, weil der hier noch nach vorne geht. Ahaha, küsst mir alle die Füße. Wir brauchen den gar nicht mehr. Gut zu wissen. Wir haben den jetzt, glaube ich, nur mit Basiseinheiten zerstört. Richtig, das glaube ich aber auch. Und wir haben auch nichts verloren, also... Das Geile ist, man kann auch mit Elite-Einheiten richtig viel rausholen. Mit denen hätten wir jetzt auch dreifach noch... Ja, das stimmt, also... Ganz jetzt auf den Todesritter konzentriert, ja, stimmt, aber er ist einfach OP. Ja, wir brauchen einen Vampir wieder. Wobei, da können wir uns jetzt, glaube ich, auch mal wieder auf 5 aufstocken, weil wir haben das Money, ganz, seien wir mal ganz ehrlich. Ich bin mal gespannt. Verratet uns den Standort dieses Portals, Zauberer. Wo ist es? Ach, vergeblich bleibt die Sucherei. Oh, Pfad ist versteckt durch Zauberei. Am Grab der Krieger seid gestanden. Entdeckt den Fels, der nicht vorhanden. Ach. Du hast erhalten. Zwielichtohren erhöht die Anfangskraft. Erhöht die Anfangskraft von Wellen, die durch gefallene untätige Einheiten erschaffen werden, um Hunden. Alter Schwede, wenn du da ein Blutritual durchziehst. Naja, aber ich weiß nicht. Ich würde es auch nicht anlegen, aber es ist auf jeden Fall ziemlich... typisch Zauberer, bis zuletzt unverständlich. Ach Fiona, ihr wart unglaublich. Nun habt ihr die Zwielichtohne und Ludmilla hat nichts als Ärger. Aber das Portal ist in dem Rätsel des Zauberers. Wir müssen es finden. Für meine Familie. Das Todeskultritual kommt bald. Wollt ihr riskieren, es zu verpassen, um Rätsel nachzuspüren? Das ist es mir wert, Makal. Es gibt auch die Pflicht zu bedenken. Lasst uns das Rätsel lösen. So, da würde ich mal sagen... Wir können ja noch dorthin gehen, ne? Wir können ja noch dorthin gehen und uns erstmal neue Vampire kaufen. Ja. Wobei, da musst du erstmal nach Dingensen gehen, nach oben rechts abbiegen. Nach rechts. Rechts muss ich. So, dann muss ich nämlich nach da. 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 Und hier rein. Das sind die Gespenster, oder? Nee, das sind die Vampire. So, dann stocken wir auf 5. Los geht's. Jo, machen wir 3 Vampire. Jetzt haben wir hier 5 da ein. Alles klar. Und wir wechseln jetzt mal auf Schwarzgardisten. Warte. Gut, dass du dran gedacht hast. Ich hätte es jetzt wieder vergessen. Und dahin. So, Schwarzgardisten noch Level 3. Warte mal, ich vergleiche mal kurz die Stats. So. Verglichen mit dir. Naja. Er hat eine höhere, glaube ich, eine höhere Truppen. Höhere Verteidigung, höherer Angriff, aber die Schwarzgardisten haben auch noch 2 Level-Ups und da wird da beides noch ansteigen. Aber dafür laden sie halt auch einen Zug länger. Gut. Lassen wir das erstmal so und wir gehen schon mal. Kauf dir noch einen Knochen runter. Soll ich? Ja, guck mal, wir haben das Money, Digga. Ich wollte das jetzt einfach nur mit Digga sagen. Guck dir das mal bitte an. Ja, aber wirklich, wir haben so, ohne Scheiß, so viel Money hatte ich am Ende des Greifen-Imperiums. Das ist richtig krass. Ja. Ich brich dir halt eine Mauer zusammen. So, Moment, da gucken wir mal, da drüben seid ihr, ja. Wie teuer die meine Lieblingseinheiten sind. Noch teurer als die Knochenritter? Die werden deutlich teurer sein. Na, warum? Für wohl? 4 Steine. So, da kaufen wir uns noch einen. Jo. Zeig mal jetzt dein Money, wie das jetzt geschrumpft ist. Geschränkt. So, dann gehen wir nochmal zu dem Punkt, den die Zauberer erwähnten. Am Grab der Krieger seid gestanden, entdeckt den Fels, der nicht vorhanden. Wo kann das sein? Rätsel, Rätsel, Rätsel. Ganz hardcore, ne? Das ist richtig hardcore, also das ist mal wirklich anspruchsvoll. Muss ich so sagen. So, Moment, da gehen wir mal hier hoch. So. Und da würde ich mal sagen... Ha! Bei Elrath! Dieser Fels war nur eine Illusion. Boah, sehen die Titanen scheiße aus. Ein Titan. Typisch für die Denkweise der Zauberer. Unbeholfen und offensichtlich. Die sehen richtig scheiße aus. Das ist Kollega. Ich hab die so genannt im Greifen Imperium. Das ist Kollega. Ich hab sie ja noch nicht gesehen, also... So.
Na, dann würde ich mal sagen, in dem Part haben wir wieder einiges geschafft. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wir hatten das auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, Leute. Ciao. Tschüss.